Morgen, Freunde. Eigentlich wollte ich heute mal wieder eine kleine Wanderung machen, dabei ein paar Pilze sammeln und ein kleines Wandervideo machen. Allerdings wurde es jetzt doch wieder ein kleines Meckervideo. Ich habe mich heute Morgen erst gesehen, ein paar kurze Videos über das neue Waffenrecht. Ist zwar noch nicht rechtskräftig, das Gesetz, aber es wird ja kommen. Ja, und da habe ich mich so drüber aufgeregt, da müssen wir ein paar Worte drüber reden. Und bevor ihr jetzt sagt, es geht mir sowieso nichts an und ausmacht, bleibt dran, weil es geht wirklich fast jeden an, der mal draußen ist. Und sei es nur zum Pilze suchen. Leider habe ich doch nicht das ganze Gesetz im Internet gefunden. Aber wie gesagt, die Ausschnitte, die ich heute gesehen habe, die haben mir erreicht. Dabei geht es hauptsächlich um das Verbot sogenannter Waffen. Ein Messer ist für mich keine Waffe, sondern ein Werkzeug. Aber es geht um das Verbot, Waffen in öffentlichen Verkehrsmitteln zu führen, beziehungsweise selbst mit zur Haltestelle zu nehmen. Und bei Waffen ist jetzt jedes Messer inbegriffen. Also wirklich jedes. Also stellt man sich jetzt vor, ich fahre raus zum Wald zum Pilze sammeln. Ich bin jetzt mit Auto hier, aber ich fahre ja auch manchmal mit der öffentlichen. Soll man ja auch machen. CO2 sparen und so, brauche ich euch alles nicht erzählen. Aber wenn ich jetzt mit einem Bus oder U-Bahn bis zum Wald fahren würde, dürfte ich dieses kleine Schweizer Messer, was ich seit 20 Jahren besitze, vorher war es rund 30 Jahre Besitz von meinem Vater und ich habe es fast immer bei. Ich durfte es nicht mehr mitnehmen, weil diese Klinge ist ja angeblich eine so gefährliche Waffe. Also mal ehrlich, irgendein Straftäter, der eine Körperverletzung oder einen Mord oder sonst was begehen will, der hält sich doch sowieso nicht daran, ob dieses Messer verboten ist, ob er noch zusätzliche Ordnungswidrigkeit macht. Also das ist doch absoluter Schwachsinn. Aber dieses Messer durfte ich nicht mehr mitnehmen. Und somit trifft es auch jeden Wanderer. Also wenn ich wandern bin, ich habe immer ein Messer bei, meist dieses, aber manchmal ist es auch nur ein einfaches Buttermesser, um mir unterwegs was von der Salami abzuschneiden oder ein Stück Käse oder wirklich auch ein Butterbrot zu schmieren, weil ich habe ja was mit zum Essen, wenn ich mehrere Tage unterwegs bin. Ich durfte dann nicht mehr mit dem Zug zum Beispiel nach Thüringen fahren zum Wandern. Ich muss das Auto nehmen. Oder ich mache eine Ordnungswidrigkeit und hoffe, was man wahrscheinlich machen wird, dass es keiner kontrolliert. Aber rein vom Gesetz her wäre es verboten. Ja, geht es denn noch schlimmer? Ja, es geht noch schlimmer. Ich habe hier nämlich ein kleines Souvenir. Nicht mein Schlüssel. Das ist das. Kann man es so erkennen? Ein Messer mit ca. 1,5 cm Klingenlänge. Mit diesem Schlüsselbund fahre ich nachher zum Bahnhof Spandau und hole meine Frau ab. Das mache ich jeden Tag, weil ganz einfach, sie geht noch arbeiten und vom Bahnhof ist eine sehr schlechte Verbindung zu uns nach Hause. Bis jetzt habe ich mein Maskottchen am Schlüsselbund dran. Ja, wenn das Gesetz wirklich durch ist, muss ich das abmachen, sonst beginne ich eine Ordnungswidrigkeit. Ich meine, geht es wirklich lächerlicher? Und das Ganze trifft natürlich nicht nur den Pilzsammler. Ich bin zum Beispiel auch Angler. Ich bin vom Tierschutzgesetz her verpflichtet, ein Messer bei mir zu haben, weil ich muss einen Gefangenenfisch sofort abschlagen, also betäuben und mit einem Herzstich töten. Also ich muss ein Messer bei mir haben. Aber ich darf es nicht in der Öffentlichkeit nehmen. Mit anderen Worten, man darf nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Angeln fahren. Denn es reicht nicht, das Messer irgendwie in einem Rucksack zu haben. Nein, es muss wirklich ein verschlossener Behälter sein, also abgeschlossen, Schlüssel abgezogen. Da hatte nämlich gerade ein Bekannter von mir Probleme, der wurde kontrolliert, allerdings aus anderen Gründen wurde kontrolliert, aber er war ein Messer von über 12 cm in seinem Rucksack. Also er hatte nicht Rambo-mäßig geführt, sondern er brauchte das auch und es war in seinem Rucksack. Nein, er hat eine Anzeige bekommen, weil er ein Messer über 12 cm führt. Also man muss es wirklich eine geschlossene Kassette haben, naja, das ist wirklich fernab jeglicher Realität. Dass ich, wenn ich jetzt ein Cuttermesser mit zur Baustelle nehme und auch eine Geldkassette abschließe, den Schlüssel woanders reinstecke, wer denkt hier so ein Quatsch aus? So, jetzt habe ich aber genug gemeckert. Jetzt gehe ich trotzdem noch ein paar Pilze sammeln. Ihr kennt zwar nicht viel, aber hier stehen viele rum. Werde ein paar Maronen oder sowas finden. Und nächste Woche mache ich auf jeden Fall wieder ein Wandervideo. Ich werde zwar jetzt auch ein bisschen wandern, aber das wird nicht mehr genug für ein Video. Dann schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.